Jetzt machst du ja ein bisschen was anderes, oder? Du machst ja jetzt was, was deine Mama nicht macht. Ich finde es eigentlich ein guter Einstieg. Ich habe mir überlegt, bevor wir anfangen, kennst du so Entweder-Oder-Fragen? So, welche Farbe ist schöner, gelb oder grün? Und da habe ich ein paar mitgebracht und ich würde mal sagen, wir gehen die mal durch. Und dann schauen wir mal, was deine Antworten sind. Was würdest du sagen, Schule oder Training? Also Schule finde ich auch sehr wichtig Ja. und es macht dir eigentlich auch Spaß und Training macht dir eigentlich auch immer Spaß. Und ich glaube, ich würde eher Schule nehmen, Sehr gut. weil das für die Zukunft eigentlich auch wichtiger ist. Also sagen wir Schule für die Lehrer und für deine ganzen Kollegen beim Sport sagen wir Training. Sehr gut, okay. Was würdest du sagen, Kickboxen oder Boxen? Kickboxen. Kickboxen, okay. Und dann Dardan oder Genti als Trainer? Ich mag beide ja sehr gern. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich Genti, weil ich mit dem irgendwie auch mehr zu tun habe, mit dem auch öfter trainiere. Ich trainiere ja auch öfter, also ich trainiere auch manchmal auch mit dem Dardan, aber mit dem Genti habe ich halt mehr Kontakt und so. Okay, also versteht ihr, also ihr kennt euch einfach auch besser. Ja, cool. Du, Sophia, bevor wir loslegen, eigentlich mit unserem kleinen Gespräch nach unserem Bogensportabenteuer, ich muss dir, oder ich muss nicht, ich möchte dir echt ein Kompliment machen, weil, wenn ich mich erinnere, du bist jetzt 13 Jahre alt, hast du gesagt. Und wenn ich mich erinnere, was ich mit 13 alles gemacht habe, muss ich wirklich so meinen Hut vor dir ziehen, weil du sitzt hier wie so eine Podcast-Königin, voll relaxed, ja, hast da dein gutes Getränk vor dir. Und wenn ich mich erinnere, welchen Unfug und Blödsinn ich mit 13 gemacht habe, würde ich nicht so hier sitzen. Also der 13-jährige Tim wäre da irgendwie, da ganz schüchtern hätte er sich da hinter der Pflanze versteckt. Also Hut ab, dass du das machst. Hast du irgendwie einen Tipp an alle Leute, wenn die so nervös sind und in so einer Situation gehen, hast du da irgendwie einen Tipp, was man da machen kann? Ja, also man darf halt einfach nicht so viel drüber nachdenken und man darf jetzt nicht drüber nachdenken, ja, ich könnte mich irgendwie verhaspeln oder so, sondern eigentlich nur ans Positive sozusagen denken Ja. und dann packt man das schon. Sehr gut. Dann lass es uns mal anpacken. Ich habe dich ja heute erst kennengelernt, Sophia. Viele kennen dich ja schon. Aber kannst du vielleicht für alle, die jetzt später mal bei uns zuhören, kannst du dir ein bisschen was erzählen, so wer du bist, wo du herkommst, was du super gerne machst und wie eigentlich so, wie sieht der Alltag von Sophia aus? Ja, also als Sport mache ich Kickboxen und ich komme hier in der Nähe aus Ingolstadt. Okay. Und mein normaler Alltag ist eigentlich, dass ich also unter der Woche in der Früh aufstehe, mache mich für die Schule fertig, dann gehe ich in die Schule. Ja. Und meistens nach der Schule habe ich zweimal in der Woche Training oder dreimal, also Kickboxen. Und dann habe ich auch noch ein- bis zweimal die Woche Leichtathletik. Auch noch. Cool. Also dein Leben ist irgendwie voller Sport. Ja. Und wir haben ja vorhin kurz über dein Frühstück gesprochen. Es gibt ja so diesen blöden Spruch, der irgendwie das Frühstück ist das wichtigste Essen am Tag oder so. Wie sieht dein Lieblingsfrühstück aus? Also am liebsten esse ich in der Früh Müsli. Ja. Da tue ich immer Haferflocken oder so Schoko. Müsli halt rein. Wenn man im Hotel ist oder so, dann esse ich gerne Früchte und so. Ja. Und ja. Und magst du dein Frühstück so sehr, dass du das immer zu isst, oder hast du so eine kleine Abwechslung? Eigentlich esse ich das so gut wie immer. Ja, das könnte ich richtig gut essen. Und in deinem Alter habe ich immer so Schokomüsli gegessen. Und letztens war das bei uns in der Firmenküche. Da hatte es irgendjemand mitgebracht und ich durfte was essen. Und ich habe mich gefühlt, wie als ich ein kleiner Junge war. Das war ein total krasses Erlebnis für mich. Aber du hast gerade vom Kickboxen erzählt. Jetzt machst du ja nicht einfach so Kickboxen. Du hast ja bestimmt schon ein, zwei Erfolge gefeiert beim Kickboxen. Hast du Lust, darüber ein bisschen was zu erzählen? Ja, also ich bin zweifache Weltmeisterin im Kickboxen und dann auch noch, ich glaube, zwei- oder dreimal bayerische Meisterin und zweimal deutsche Meisterin. Und ja. Alles klar. Das ist ja eine ganze Liste. Wie lange hast du schon Kickboxen gemacht, dass du so wahnsinnig erfolgreich bist? Ich meine, wann genau
bist du zum allerersten Mal auf die Kickboxmatte drauf und hast es mal ausprobiert? Also mit 5 habe ich angefangen mit Kickboxen, 5 oder 6. Und mit 7 oder 8 so in etwa hatte ich dann meinen ersten Wettkampf. Das war auch direkt gleich eine Weltmeisterschaft. Und den hast du gewonnen. Ja. Das erinnert mich ein bisschen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie macht man so einen Podcast mit 13, so völlig relaxed. Und hast du gesagt, einfach machen und einfach positiv sein. Und so war es auch ein bisschen bei der Weltmeisterschaft, oder? Ja, also man ist schon immer sehr aufgeregt vor dem Kampf. Und man freut sich auch ja immer, wenn man dann auch den Kampf gewinnt. Ja. Und kriegt man dann eine Medaille oder hast du da so einen großen Pokal bekommen? Also das ist immer unterschiedlich. Bei manchen Verbänden bekommt man einen Pokal, bei anderen Verbänden eine Medaille oder einen Gürtel. Okay. Das ist halt dann so ein Ach, das Gürtel. Ist dieser coole Gürtel, den dann auch immer die Boxer dann mit sich rumtragen. Ja. Mega. Und dein allerersten Gürtel oder dein Pokal, der bleibt wahrscheinlich immer was Besonderes, oder? Ja. Ja. Hast du da einen Gürtel bekommen? Nee, oder? Da habe ich eine Medaille bekommen. Medaille, okay, super. Du, ich überlege gerade, du bist ja super diszipliniert in der Schule auch. Ja? Wie, du hast Schule, du hast Freunde und Kicksport oder ja, dein Kickboxing. Wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut? Ja, also ich schaue auch immer, dass ich in der Schule immer meine ganzen Sachen erledigen kann und auch gut lernen kann. Und dann habe ich ja 2-mal in der Woche ungefähr Boxen. Und Leichtathletik mache ich auch sehr gerne immer mit meiner Freundin zusammen. Okay. Da machen wir dann auch immer gleich schon was aus. Und ich habe eigentlich schon auch immer genügend Zeit, auch mit Freunden zu spielen. Ach, das ist cool. Das heißt, wenn du dich dann mit deiner Freundin zum Training triffst, dann habt ihr quasi auch Zeit fürs Training und auch Zeit unter Mädels, unter Freundinnen. Ja. Sehr clever. Richtig gut. Du, wir haben ja heute zum allerersten Mal Bogenschießen gemacht. Ja. Zumindest glaube ich, dass du es heute zum allerersten Mal gemacht hast, oder? Ja, also im Urlaub, da wurde es auch immer angeboten oder wir haben geschaut, ob es angeboten wird. Und das fand ich eigentlich auch immer voll cool, als ich da das dann zum ersten Mal ausprobieren durfte. Und ich war immer froh, wenn das angeboten wurde. Ja? Ja. Was würdest du sagen, was war für dich so... Was war so die Sache, die dir am meisten Spaß macht beim Bogenschießen? Ist es so, dass man so ein bisschen runterkommt oder ist es einfach das Treffen? Ne? Wir haben ja auch mit anderen Bogen geschossen, da mussten ja ein paar andere Leute auch Pfeile suchen, du immer nicht. Was hat dir so am meisten Spaß dann gemacht? Also am meisten Spaß gemacht hat mir, dass man halt einfach sieht, wie das abläuft beim Bogenschießen. Mhm. Und wenn man halt trifft, das ist halt irgendwie schon ein gutes Gefühl. Ja. Und es macht irgendwie auch so ein bisschen süchtig, weil man unbedingt die Mitte treffen mag. Ja. Und wenn man es dann geschafft hat, ist es schon ein cooles Gefühl. Ja, ich glaube, du hast es auch geschafft, ne? Ja. So, du hast dich so von außen immer mehr in die Mitte gekämpft. Ja. Du, gibt's irgendwas, weil du weißt ja, es gibt ja auch viele junge Mädels und Jungs, die tun sich manchmal mit so viel Sport immer ganz schwer. Du bist ja super sportlich und die sind ja dann oft auch immer daheim und dann, ne, dann gucken die ganz viele Videos. Würdest du sagen, der Bogensport draußen kann jungen Leuten so ein bisschen helfen, mehr in Balance zu kommen? Wie würdest du das schätzen? Ja, ich würde schon sagen, weil es kann einen irgendwie auch entspannen oder relaxen lassen und es ist trotzdem auch anstrengend und es ist auch gut für den Körper, wenn man halt so ein bisschen so ins Gleichgewicht kommt. Ne? Man muss sich konzentrieren und dann macht man ein bisschen was so mit seinem Körper, mit seinen Muskeln. Ja. Würdest du auch sagen, das kann dir da beim Kickboxen helfen? Weil Kickboxen, also ich stelle mir das super energetisch vor und dann hüpft man und dann schlägt man und dann macht man. Kann das so ein gutes Gegengewicht sein? Ja, man muss sich bei beiden sehr konzentrieren. Ja. Und beim Bogenschießen... Ja, da ist es, man kann schon vielleicht ein bisschen was fürs Boxen gebrauchen oder andersrum zum Beispiel die Sehne nach hinten zu ziehen, braucht man schon relativ viel Kraft in den Armen. Ja, das stimmt. Das habe ich heute auch gemerkt. Und ja. Glaubst du, dass du morgen ein bisschen Muskelkater hast? Ja, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Hoffentlich nicht zu sehr. Du, vielleicht einmal
weil wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, es könnten auch viele andere Leute interessieren. Nochmal kurz weg vom Bogenschießen. Wenn du in den Kickbox-Wettkampf gehst, wie fühlst du dich davor? Du hast ja gesagt, Angst hast du da nicht. Du bist da so konzentriert und bist ein bisschen nervös. Aber kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie sich das so anfühlt, wenn man so auf den Ring dann zuläuft und der Countdown läuft runter? Also ich bin schon immer sehr aufgeregt. Aber irgendwie denkt man sich dann auch, ja, das ist jetzt das, worauf ich die letzten Wochen darauf hin trainiert habe. Und freut sich dann auch, dass man halt dann bei dem Wettkampf dann teilnehmen darf und... Ja. Also würdest du sagen, das ist nicht so eine Sache, oh, jetzt kommt noch der Wettkampf, sowas obendrauf, sondern es ist eigentlich so das Highlight? Also man hat so die ganze Zeit hart trainiert und dann darf man da sich dann messen mit anderen Athleten? Ja, also es macht schon immer viel Spaß und man braucht ja sozusagen auch ein Ziel. Mhm. Man denkt sich ja, okay, ich boxe jetzt und mein Ziel ist es, bei dem Wettkampf zu gewinnen. Ja. Da sind wir wieder ein bisschen beim Bogenschießen. Ne? Man braucht schon ein Ziel, wo man hinschießt. Ja. Manchmal schießt man ein bisschen vorbei, aber man hat zumindest eins. Ich finde beim Bogenschießen so cool, weil du hast es ja selber gemacht und hast gemerkt, ne, wenn du schießt und du machst so ein bisschen so ganz kleine Bewegungen, dann fliegt dann gleich der Pfeil woanders hin. Würdest du sagen, das gibt es auch beim Kickboxen, dass man so sehr auf Kleinigkeiten achten muss? Ja, manchmal muss man schon schauen, dass der Kick zum Beispiel beim Drehkick, das ist auch manchmal sehr kompliziert, dass man sich in der perfekten Schnelligkeit dreht, damit der Kick auch hart genug ist oder den Fuß hoch genug hat. Und ja. Ist es da dieser eine Kick, wo man dann, man steht, glaube ich, mit dem einen Bein auf dem Boden und dann dreht man sich einmal so rum? Ja, ist es der Kick? Ja. Ja. Ist es dein Lieblingskick oder hast du so bei deiner Sportart hast du so eine besondere Schlagtechnik? Ja, also der Drehkick finde ich ist schon ein cooler Kick, weil man da eigentlich auch ziemlich viel Kraft dahinter stellen kann. Ja. Oder der Superman Punch. Der Superman Punch? Ja. Wie funktioniert der? Also probier es nicht live an mir aus, es wäre vielleicht witzig für alle, die zuschauen, aber wie sieht er aus? Also man hat halt die Deckung oben, dann tut man einen Fuß nach vorne und indem man den dann nach hinten zieht, den Fuß holt man den Schwung und geht mit der Hand nach hinten und dann sozusagen wie so ein Superman geht man dann nach vorne. Ich kann mir den richtig cool vorstellen. Du, eine Sache hätte ich noch, über die wir vielleicht mal am Ende sprechen sollen, weil ich das einfach extrem beeindruckend finde. Du bist ja nicht nur Athletin, Freundin und Schülerin und jetzt auch Bogenschützin, sondern du hast ja auch eine kleine Marke erschaffen. Boxerherz heißt die, glaube ich. Kannst du vielleicht uns noch ganz kurz ein bisschen was darüber erzählen, was sich so dahinter verbirgt und warum du das eigentlich machst? Ja, also irgendwann habe ich halt meinem Papa einen Brief geschrieben und da habe ich halt einfach mal ein Herz mit Boxhandschuhen drauf gemalt und mein Papa fand es eigentlich voll cool und hat halt sich gedacht, ja, drücken wir das halt mal auf T-Shirts drauf. Und dann hat er es auch gemacht. Dann haben wir es an einer, haben wir uns so einen Stand gemacht auf so einer Fight Night und haben dann das halt verkauft. Und ist eigentlich relativ gut angekommen und dann konnten wir dann den Erlös auch spenden. Okay. Das haben wir an Kinder gespendet und ja, und dann haben wir noch mehr Sachen produziert, also zum Beispiel Tassen oder ein anderes Design. Und jetzt hast du, das heißt, du hast ja eine Marke und dann bist du auch eine ganz kleine Unternehmerin schon. Warum hast du das Geld gespendet? Und kannst du uns ein bisschen erzählen, was mit der Spende gemacht wurde und wem die so geholfen hat? Ja, also mir macht es halt Spaß, auch anderen zu helfen. Mhm. Es ist auch schön, das zu sehen, dass es vielleicht manchen Kindern dann wieder besser geht. Und beim ersten Verkauf sozusagen haben wir es dann an Elisa gespendet. Ja. Und die helfen halt so Kindern, denen es halt körperlich nicht so gut geht. Okay. Also die ein bisschen mit ihrem Körper zu kämpfen haben und das nicht so gut funktioniert wie vielleicht jetzt bei uns, weil wir so viel Glück haben. Ja. Ich komme ein bisschen rum und ich treffe total viele ältere Menschen auch. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, das Alter im Leben immer ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ne? Ich glaube, wenn jemand
bisschen länger lebt als wir, das muss auch nicht heißen, dass der ganz, ganz vernünftig und ganz reif ist. Und vor allem glaube ich auch, dass man nicht lange auf dieser Welt leben muss oder viel Geld haben muss, um irgendwas Gutes zu machen. Und genau das beweist du eigentlich. Also stehst hier mit 13, sammelst Spenden, bist eine Unternehmerin, hast dir eine Marke überlegt, bist Athletin, Freundin, Tochter, hast ja auch noch zwei Geschwister, hast du erzählt. Ja. Ich finde es grandios. Also Hut ab, Hut ab. Das steht zwar nicht auf unseren Fragen, aber ich finde es eigentlich ein ganz schönes Ende. Wenn du dir ein was wünschen könntest, was wahr werden soll auf dieser Welt, was würdest du dir wünschen? Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass vielleicht mit dem Klima alles okay werden wird oder mit dem Krieg in verschiedenen Ländern, dass das auch einfach aufhören würde. Perfekt. Sobald du die Wunschfee gefunden hast, sagst du mir Bescheid, dann wünsche ich mir das auch und dann wird es wahrscheinlich wahr. Vielen Dank, Sophia. Hut ab. Ich glaube, jemanden wie dich treffe ich kein zweites Mal. Das ist auch gut so. Es gibt ja immer nur eine Sophia. Vielen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, cheers auf deine Saftschorle und komm gut heim.